Möchtest du das Beste für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappschüsse ist, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Magneti Marelli Heckklappendämpfer als Link in der Beschreibung. Öffne den Kofferraum. Damit der Kofferraum offen bleibt, verwende einen genügend langen Besen, damit die Heckklappendämpfer vollständig ausgefahren sind. Hebe mit einem eher schmalen Schraubenzieher die Clips auf beiden Seiten des Heckklappendämpfers an, die ihn in seinen Halterungen befestigen. Entferne dann den Heckklappendämpfer. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool. Du findest die im Video verwendeten Magneti Marelli Teile und Produkte als Link in der Beschreibung. Nimm dir den neuen Heckklappendämpfer zur Hand. Pass auf, dass du ihn in der richtigen Richtung positionierst. Befestige den Heckklappendämpfer in den Halterungen. Du musst die Clips nicht herausnehmen, da sie sich von selbst ausbreiten. Entferne den Besen und schließe den Kofferraum. Vorgang beendet. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich.